kommen noch welche rein, aber ich kann ja schon mal alle, die da sind, begrüßen. Darf auch ganz herzlich unsere Gäste begrüßen und Referenten begrüßen. Als erstes natürlich Frau Emmert, die sich bereit gefunden hat, für den Ökologischen Jagdverband heute was zu sagen. Dann Manfred Bauer, Leiter des Nationalparks Kellerwald-Edersee. Magnus Wessel, der arbeitet für den BUND und hat dort ein sehr gutes Papier zum Thema Wald und Jagd verfasst und ist für den BUND für diesen Bereich verantwortlich. Und ich begrüße ganz herzlich Stefan Börnicke, der ein Papier hat sich verantwortlich gezeichnet für ein Papier, was ich jetzt veröffentlicht habe zum Thema Jagd und Wald. Und Sie alle wissen, wir haben im Moment eine heftige Diskussion zu dem Thema, auch aufgrund der Tatsache, dass Frau Klöckner einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der jetzt der Tatsache Rechnung tragen soll, dass wir da, wo überhöhte Wildbestände sind, dass da mehr getan werden soll, jagdlich. Wir werden das auch diskutieren, ob das ausreicht oder ob das überhaupt der richtige Weg ist. Ich selbst darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Häusling. Ich bin agrarpolitischer Sprecher der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament. Jetzt wird man sich fragen, was hat denn Europa mit dem Thema Jagd zu tun? Eigentlich direkt nicht. Das ist eigentlich auch in Deutschland sozusagen auch Sache von Bundesländern. Jedes Bundesland hat sein eigenes Jagdgesetz und auch deshalb andere, jedes Bundesland eigene Rahmenbedingungen, wie und wer wo verantwortlich ist, das ist der deutsche Föderalismus. Aber wir haben überall in Europa fast gleichlautend dieselben Probleme. Ich habe ja die Gelegenheit öfters, damals, als man noch reisen durfte, bin ich so ein bisschen rumgekommen. Und das Thema Wild ist tatsächlich in allen seinen Facetten überall ein Problem und besonders ein Problem in Deutschland, weil da auch aufgrund der Struktur der Jagd sehr viele Wälder leiden, und ich sage es jetzt sehr deutlich, und dann werden sich schon die ersten melden. Der Druck sozusagen durch hohe Wildbestände besonders groß ist. Und wir haben Zeiten, wo in Deutschland im Moment 53.000 Hektar Waldfläche abgestorben sind. Das ist ungefähr die Fläche vom Saarland, die dringend aufgeforstet werden muss, und deshalb muss ich was ändern. Ich würde gerne auch dann von mir aus sozusagen, ja, ich bin ja auch noch Landwirt und auch die Landwirtschaft, und bei mir in der Region gibt es eine besondere Betroffenheit. Wir haben sehr hohe Wildbestände, nicht im Nationalpark Kellerwald, sondern im umliegenden Feld vom Kellerwald. Das ist sozusagen eine, auch da gibt es Schutzzonen, aber auch wir haben ein Problem mit erhöhten Wildbeständen. Und jetzt gerade im September hatte ich vor der Haustür ein Rudel von 70 Hirschen, was dann natürlich auch einiges nicht nur im Wald an Schäden anrichtet, sondern auch in der Landwirtschaft. Ich würde jetzt gerne weitergeben an Stefan Börnicke, der eine Präsentation vorbereitet hat, um ins Thema einzuführen. Und dann würden die anwesenden Referenten dann jeweils ein kurzes Statement dazu halten. Und wir geben die Diskussion frei. Danach um, ich schätze mal um 7, dann können Sie in den Chat Fragen stellen und dann werden wir, nicht wahrscheinlich können wir nicht alle beantworten, aber eine ganze Menge. Und ich darf auch noch darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wird, dass wir das nachher auch dann in unseren Kanälen veröffentlicht werden. Bitte, Stefan. Ja, einen schönen guten Abend. Erste technische Frage: Ist jetzt meine Präsentation in Seite 1 zu sehen? Sie ist zu sehen. Ja, ist zu sehen. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank erstmal dafür, dass ich die Gelegenheit bekomme, hier dieses Papier vorzustellen. Es ist ja, wie viele vielleicht von Ihnen wissen, nicht meine erste Arbeit für Martin Häusling, sondern die sechste, siebte oder achte. Und sie schließt sich eigentlich automatisch schon fast logisch an die vorangehende an, denn wir haben im Sommer dieses Dossier veröffentlicht. Damals stand vor allem im Vordergrund der Wald im Zeichen des Klimawandels. Aber es wurde in diesem Dossier, in diesem Heft auch bereits dem Thema hohe Wildbestände
Und zwar ausgehend von jenen im Spessart, aber die waren damals auch schon nur exemplarisch gemeint dargestellt wurde. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist eigentlich, ist also von daher etwas, was bereits seit einiger Zeit in der Diskussion ist. Und wenn man die Jagdnovelle von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Glöckner, die sie ja im Sommer erstmals vorgelegt hat, liest, dann merkt man auch ein kleines bisschen, dass auch an ihr diese Diskussion nicht so ganz wenigstens vorbeigegangen ist, aber eben nicht konkret genug und auch nicht nachhaltig genug. Was hat sie vor? Ich stelle jetzt mal nur auf die Punkte ab, die bei unserem Thema von einer bedingten Relevanz sind. Sie sagt eben, Naturverjüngung soll künftig, Zitat, im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen möglich sein. Dann führt sie neu ein, Mindestabschussquoten für Rehwild, allerdings auch Obergrenzen. Und dieser Korridor, der dabei entsteht, der wird inklusive der Mindestabschussquoten rein freiwillig definiert. Das heißt, alle Beteiligten, das sind eben Grundbesitzer genauso wie die Jagdpächter, und müssen sich halt auf eine Höhe verständigen. Die Behörden sind hier erstmal raus und haben da gar nicht mehr mitzureden. Das kommt erst in einem weiteren Schluss, erst dann, wenn die Parteien sich nicht einigen können. Und für diesen Fall soll dann auch ein Vegetationsgutachten eine Grundlage einer Abschlusshöhe sein. Das ist ein Thema, was später dann nochmal im Zusammenhang mit Rotwild in dieser Präsentation eine Rolle spielen wird. Also vielleicht nochmal zurück. Rechts haben Sie es bereits gesehen. Das sind halt junge Douglasien, so wie man sie in Hessen heutzutage halt hochpäppelt, sehr aufwendig. Ich weiß nicht, was eine solche Tüte kostet, aber allein der Arbeitsaufwand, um jeden Baum einzeln zu pflanzen, anschließend in diese Plastikhülle zu stecken. Und wie man sieht, wird sogar diese Douglasie angeknabbert. Ja, unsere Kritik an dieser Vorgabe aus dem Hause Glöckner ist eben, dass die Formulierung im Wesentlichen gerade in Zeiten des Klimawandels einfach viel zu kurz greift. Damit kann man aus unserer Sicht die Herausforderungen, die sich heute im Wald stellen, einfach nicht aufgreifen, ihnen nicht begegnen, zumal eben in der gesamten Diskussion auch immer nur auf Hauptbaumarten abgestellt wird und nicht auf das, was da ansonsten noch so wächst. Auf diese Art und Weise findet eine Selektion statt, weil nur noch die Bäume dann übrig bleiben, ja, die halt nicht geschützt sind letztendlich. Entschuldigung, umgekehrt natürlich. Nur die Geschützten bleiben übrig und alles andere wird verbissen. Es wird einfach eine natürliche Grundlage entzogen. Es fehlt zudem eine verbindliche Vorgabe, überhaupt Vegetationsgutachten zum Maßstab eines Abschusses zu machen. Zu den Punkten 2 und 3, Mindestabschuss, das geht wohl in Ordnung, das halten wir wohl für sinnvoll, aber nach wie vor bleibt die Rolle des Grundstückseigentümers, der eigentlich seit der Revolution 1848, ich greife jetzt sehr weit in der deutschen Geschichte zurück, erstmalig eine garantierte Stellung bekommen hat, er bleibt aber bis heute in einer sehr schwachen Position. Auch dazu vielleicht noch zwei Sätze später. Das behördliche Eingreifen aus unserer Sicht kommt zu spät, weil der Faktor der Freiwilligkeit so stark in den Vordergrund gestellt wird, dass wir ehrlich gesagt nicht so ganz daran glauben, dass dieses sich so einspielen wird, dass der Wald anschließend seine Gemeinwohlfunktion in der von uns gedachten Rolle noch erfüllen kann. Und dann, es fehlt in Ihrer Novelle vollständig der Begriff Rotwild. Der taucht da gar nicht auf und damit werden eben auch Begriffe weiter kultiviert, die letztendlich zu einem Teil des Desasters im deutschen Wald halt beitragen, nämlich die Begriffe Hege- und Waldgerechtigkeit, die seit 1934 im Gesetz stehen. Jetzt hoffe ich, dass dieser Film läuft, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Er zeigt, wir haben ihn bei einer früheren Präsentation schon mal gezeigt, aber ich denke, er ist so aufschlussreich, dass man ihn nicht oft genug zeigen kann. Ich starte ihn mal und jetzt hoffe ich, dass sehen wir etwa 200 bis 300 Stück Rotwild durch den Spessart marschieren. Dieser Film ist nicht sehr alt, er ist etwa 2 Jahre alt oder 1,5, glaube ich sogar bloß.
und demonstriert wirklich auf dramatische Art und Weise, wie stark die Massierung mitunter halt sein kann. Aufgenommen wurde das von einem, wie man gerade gehört hat, Mountainbiker. Und spiegelt eine Situation wider, die eigentlich so nicht mehr auftreten sollte, aber immer noch auftritt. Nun hat sich im Spessart nach vielen Jahren der Proteste und der emsigen Arbeit von einzelnen Naturschützern nun doch etwas gewandelt. Hessenforst ist inzwischen dazu übergegangen, den Abschuss dramatisch zu erhöhen. Es soll, wie man mir berichtet hat, glaubwürdig auch erste Erfolge geben. Wir können nur hoffen, dass das von Nachhaltigkeit sein wird. Paragraph 1 des Bundesjagdgesetzes sagt und zeigt damit auf, dass eigentlich auch schon auf der jetzigen gesetzlichen Grundlage der Wald im Vordergrund steht und dass die Jagd eigentlich zweitrangig ist. Man hat nur manchmal einen komplett anderen Eindruck. Für uns ist völlig klar, dass Schalenwild zum Wald gehört, aber nicht nur zum Wald natürlich, sondern, daran muss man immer wieder erinnern, Rehe und vor allem Rotwild sind Steppentiere, es sind erstmal keine Waldtiere und von daher gehören sie eigentlich in unsere gesamte Landschaft. Aber wir sind eine dicht besiedelte Kulturlandschaft und man muss immer wieder die Frage stellen, was können wir uns innerhalb dieser Kulturlandschaft an einer Tierdichte leisten, welche Tierarten, vielleicht kommen wir im Verlauf des heutigen Abends noch auf das Thema Wolf, dürfen darin überhaupt in einer bestimmten unregulierten Form vorkommen und welche nicht. Also wir leben ja ständig in diesem Feld von Wildschäden, die ja auch an Weidetieren zum Beispiel angerichtet werden können und nicht nur jetzt wie bei Rotwild am Wald. Aber unübersehbar ist, dass eben nach wie vor die Schäden, die durch Verbiss, Fegen und Schälen angerichtet werden, halt nach wie vor extrem hoch sind. Und ich hatte gerade vorhin noch mal im Gespräch mit Martin Häusling, bin daran erinnert worden von ihm, was Weihnachten 1971 im deutschen Fernsehen bzw. in einer ARD lief. Damals hat man dem ZDF ein Schnippchen geschlagen, während in dem einen Kanal O Tannebaum lief im anderen Kanal Horst Stern. Und Horst Stern führte dem deutschen Fernsehpublikum damals vor, was im deutschen Wald tatsächlich passiert und dass Schalenwild eben ein Waldsterben oder einen großen, großen Waldschaden anrichten kann. Das hat sich bis heute seltsamerweise überhaupt nicht geändert. Wobei man dazu sagen muss, dass die Bedingungen heute durch Waldschädigung aus der Luft, zunächst eben durch Schwefel, später eben auch heute noch durch Stickstoffdüngung etc. Und eben durch zunehmenden Klimawandel halt schwierigere sind als damals. Ja, dieses ist nur ein kleiner Ausschnitt von Menschen, die aus meiner Sicht extrem wichtige Arbeit gemacht haben. Sie ist vor 10 Jahren erschienen im Auftrage des Bundesamts für Naturschutz etc. Auch die Autoren halten fest, dass die Jagdgesetzgebung bereits keinen Zweifel daran lässt, dass die Jagd eigentlich nachrangig ist und sich eigentlich erstmal nach der Hauptnutzung, eben nach der Waldnutzung, überhaupt nach der Natur im Wald zu richten hat und nicht umgekehrt. Ja, wie sieht das aus? Ich zeige nur einige Bilder. Hier haben wir einen Bonsai-Buchenwald, einen Bonsai-Fichtenwald. So sieht das dann eben aus, wenn ein Wald massiv von Wild geschädigt ist. Und so sieht er dann am Ende aus, wenn er dann tatsächlich überhaupt keine Chance hat, aufzuwachsen. Ich finde dieses Bild, das hat ein Naturschützer im Spessart gemacht, der uns einen ganzen Katalog von Bildern geschickt hat, die alle diese desaströsen Ereignisse anschaulich machen. Ja, wie gesagt, ich hatte es eben schon angedeutet, wir leben heute in einer unter einem Druck, der halt mit dem von zu Zeiten Horst Sterns eigentlich so nicht mehr vergleichbar ist, weil wir eben
in einer Zeit leben, die, wie das jetzt auch der Wissenschaftliche Beirat Waldpolitik der Bundesregierung festgehalten hat in einem jüngsten Gutachten, dass die steigenden Wildbestände eben zusammenhängen, eben auch mit einer Eutrophierung der Ökosysteme. Ich deutete das eben bereits an. Wir haben eine Stickstoffdüngung in der Luft, die halt auf den Wald einwirkt. Dann haben wir vermehrten Maisanbau, was halt Nahrung bedeutet. Wir haben völlig unterschätzte Zuwachsraten und wir haben leider Gottes immer noch ein überholtes Revier- und Prestigedenken. Und wir haben angesichts des Klimawandels weniger Fallwild durch mildere Winter. Betroffen ist, und das spielt gerade im Klimawandel eine besondere Rolle, ein Drittel etwa der Laubbäume, aber davon wiederum besonders stark die Eiche. Das mit der Eiche ist deshalb besonders problematisch, weil Förster immer wieder sehen, dass sie sowieso etwas schwieriger durch ihren hohen Lichtbedarf etwas schwieriger aufzubauen ist, also Waldbestände mit Eichen. Zum anderen allerdings die Eiche eben auch sich auszeichnet durch eine höhere Temperaturresilienz und von daher im Klimawandel halt sehr viel wichtiger werden wird in der Zukunft. Ja, das habe ich im Wesentlichen schon gesagt. Ich kann das überspringen. In meiner Korrespondenz, die ich für unser Diskussions- oder Positionspapier geführt habe, sind viele Stellungnahmen auch des Hessischen Umweltministeriums darunter, die aktuelle Situation halt noch einmal bestätigen, also wegführen vom subjektiven Eindruck, den wir halt haben und den Martin Häusling ja eingangs auch geschildert hat, hin zu einer faktischen Beweisführung. Und es ist immer noch so, dass obwohl tatsächlich noch nicht mal die aktuelle Abschussplanung erfüllt wird, wir immer noch steigende Abschusszahlen bei Rotwild haben und offensichtlich reicht das immer noch nicht aus. Und in dem unteren Absatz, darauf möchte ich jetzt mal das Augenmerk legen, belegt eben auch das Ministerium, dass das gar kein Ende haben wird, sondern dass aufgrund eben der Kalamitätsflächen im Wald, bedingt durch die drei trockenen Sommer, die wir jetzt in Reihe hatten, aber eben auch durch den Maisanbau und die Stickstoff- und Kohlenstoffdüngung, halt die Nahrungsgrundlage für das Wild besser wird und von daher mit weiter steigenden Schalenwildbeständen zu rechnen ist. Eines der größten Probleme, und das hat damals Horst Stern auch schon aufgezeigt, aber das hat sich eben auch nach 49 Jahren überhaupt nicht geändert, ist, dass ständig offensichtlich es ein Problem mit der Erfassung der tatsächlichen Wildzahlen gibt. Ich habe lange mit Stefan Boschen, dem hessischen Vorsitzenden des Ökologischen Jagdvereins, korrespondiert und auch gesprochen. Und er hat mir dann auch geholfen bei der Recherche. Und auch bei allem, was ich dann rausbekommen habe, ist, dass man überhaupt nicht sagen kann, wie viel Stück Rot- oder Rehwild in einem Wald leben. Und auch die Geschlechterdifferenzierung, die ja in den Rotwildverordnungen dann auch verlangt wird, auch nicht einzuschätzen ist oder nur sehr, sehr vage einzuschätzen ist. Dazu kommt, dass man eben auch nicht so richtig sagen kann, wie alt jetzt ein Rotwild halt immer ist. Das ist aber wiederum wichtig, um festzustellen, wie die Vorgaben der Güteklassen und der Altersklassen laut der verschiedenen Rotwildverordnungen, die es in den einzelnen Ländern gibt, zu erfüllen sind. Und das Problem könnte vielleicht Frau Emmert oder Herr Bauer noch etwas besser beschreiben. Man braucht beim Rotwild offensichtlich immer einen großen Unterbau von relativ viel Kahlwild, um halt diesen einen Hirsch, um den es dann nachher geht, den 12 Jahre alten, erlegen zu können. Und dadurch ist ein Teil dieser überbordenden Wildbestände in Deutschland auch zu erklären. Ja, man hat also ich habe das Beispiel vorhin schon genannt, dass wir im ersten Heft, im Superbaumheft, wie wir das immer nennen,
bereits den Spessart und sein Rotwildproblem deutlich geschildert haben. Aber inzwischen erreichen mich halt Belege für eine ebenfalls überbordende Rotwilddichte aus allen Teilen der Republik. Zwei Beispiele möchte ich noch nennen. Eins aus dem Taunus. Dort hat man dann mal eine andere Methode, nicht nur quasi die Pi mal Daumen-Schätzmethode, ja, so viel Stück haben wir, so viel haben wir vorher erlegt, dann wird rückgerechnet, ein ganz kompliziertes Berechnungssystem liegt dem zugrunde, sondern dort hat man eine Befliegung gemacht und hat über die Befliegung rausbekommen, dass das 3-, 4-, 5-fache dessen, was man vorher geschätzt hat, tatsächlich am Rotwild vorhanden war. Man geht so davon aus, dass etwa, wie das ja oben vom hessischen Ministerium, Umweltministerium auch angegeben wird, so die Rotwilddichte von 1,5 im Schnitt auf 100 Hektar angemessen ist. Andere Berechnungen sind noch darunter, andere etwas darüber. Es hängt auch immer sehr, sehr stark vom Lebensraum ab. Ich glaube, auf die Zahl als solche kommt es nicht an. Nur wenn man nachzählt, stellt man halt fest, es ist in der Regel eben das 5- oder 10-fache dessen, was allgemein als duldbar angesehen wird. Wir sind im Vorfeld unseres Jagdpapiers und auch nachdem, es ist ja schon seit 10-12 Tagen auf dem Markt und kann gelesen werden, von ein, zwei, drei Kritikern darauf hingewiesen worden oder gefragt worden, müssen wir eigentlich in diesem Papier zurückgreifen aufs Jahr 1934, nämlich auf den Ursprung des Reichsjagdgesetzes, dem wiederum das Bundesjagdgesetz von 1952 zugrunde liegt. Und ich sage, ja, wir müssen das, weil dort tauchen zwei Begriffe auf, die einen Teil des Dilemmas darstellen. Also ein Teil, unser Haupt- oder eines der vielen Probleme ist tatsächlich nach wie vor die Trophäenjagd, die eben zum Ziel hat, ein möglichst starkes, schweres Geweih zu erzeugen, wofür es wiederum, das hatte ich eben schon mal erwähnt, relativ viele Tiere braucht, damit das möglich wird. Und es tauchen zwei Begriffe auf. Es ist der Begriff Weitgerechtigkeit und der Begriff Hege. Und wenn man beide Begriffe, so wie das halt nach wie vor gemacht wird, mit Inhalten füllt, dann kommt man eben zu dem Ergebnis, dass beide Begriffe dazu dienen, dass wir mehr Wild im Wald haben, als allgemein als erträglich oder sinnvoll nutzbar vorhanden sein dürfte. Und wir sind der Meinung, dass man eigentlich die Chance der Novelle ergreifen sollte, um diese überkommenen Begriffe Weitgerechtigkeit und Hege ersetzen sollte, ganz im Sinne, wie das Frau Emmert mal schriftlich niedergelegt hat, durch zeitgemäße Begriffe, mit denen man dann halt auch die ganze Natur des Waldes halt viel besser erfassen und wahrnehmen kann, als das immer nur abgestellt wird auf Begriffe eben, ja, wie die Jagd und die Waldgerechtigkeit und die Hege. Was uns wichtig ist, und das habe ich in dem Papier auch mehrfach beleuchtet, ist, dass die Rolle des Grundstückseigentümers, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, sehr stark abgeschwächt worden ist. Das ist schon in den Mitte des 19. Jahrhunderts passiert, hat aber bis heute dahingehend Bestand, dass in den Hegegemeinschaften, die letztendlich die Abschussplanung erarbeiten, die Grundstückseigentümer keine Rolle spielen oder nur eine sehr geringe Rolle spielen. Sie können ständig überstimmt werden von den Jagdpächtern und haben eigentlich nicht das Recht, was ihnen eigentlich als Grundbesitzer zusteht. Das heißt, sie können nicht sagen, so wie Martin Häusling das ja vorhin auch eingangs geschildert hat, die fressen mir jetzt hier meinen Ökomais ab und warum ist das so? Und wenn er dann als Jagdgenosse, ich weiß gar nicht, ob er das ist in dem Fall, mitreden will, dann steht ihm eine Gruppe in der Hegegemeinschaft gegenüber, in der halt seine Stimme als solches nicht mehr zählt. Ich habe im Zuge der Recherchen auch feststellen müssen, dass viele Grundstückseigentümer auch gar nicht so genau wissen als Jagdgenossenschaft, was sie dort zu sagen haben. Und sie sind einfach nicht sachkundig. Und ihnen sitzen halt Menschen gegenüber, die sehr genau wissen, wie die Lage im Wald aussieht und was sie wollen.
Und Sie sind von daher in einer relativ schwachen Situation. Und Willem Bode, mit dem ich ebenfalls eine ausführliche Korrespondenz hatte, und einige von Ihnen werden ihn kennen, auch durch seine Bücher, der hat das mal so schön dann formuliert: Die Landschaft, die sogenannte Heimat, muss zurück in die Hände der lokalen Gemeinschaften. Das heißt, er verlangt einfach mehr Mitsprache von den Menschen, die in der Gegend leben, die da betroffen ist. Ja, wir haben, ich möchte diesen Teil jetzt nicht ausweiten, weil ich glaube, das kann Frau Emmert viel, viel besser erklären als ich. Es sollte sich grundsätzlich die Art der Rotwildbejagung ändern, weil eben, und das, weil dem Ganzen ein sehr, sehr kompliziertes System zugrunde liegt, was, wie gesagt, in den Rechtsverordnungen dann auch niedergelegt ist. Ich überlasse das erstmal den Fachleuten. Sehen Sie es kurz hier auf dieser Seite, aber dazu möchte ich jetzt, das möchte ich jetzt einfach nicht vertiefen. Und jetzt ein letztes. Aus meiner Sicht, ich gebe zu, ich bin Ornithologe und kenne mich auf diesem Gebiet relativ gut aus, habe auch sehr viel mit Jägern halt, gerade in diesem Gebiet, immer wieder zu tun. Und für mich stellt sich die Frage, müssen wir auf Vögel tatsächlich noch jagen? Was Sie hier im Bild sehen, sind Pfeifenten. Nicht in allen Ländern ist die Jagd auf Pfeifenten erlaubt. Hier oben in Niedersachsen, wo ich lebe, dort ist sie zumindest örtlich frei. Und ich stelle die Frage, ist das wirklich nötig? Zumal immer das Problem auftaucht, wenn Sie solch eine Gruppe von Vögeln haben, dann sind da halt unter anderem immer wieder welche dabei, auf die die Jagd nicht frei ist. Und ob ein Jäger das in der Situation des Abschusses dann halt wirklich immer feststellen kann, ist das, worauf ich jetzt geschossen habe, tatsächlich ein Vogel, den ich überhaupt schießen darf, also meinetwegen eine Stockente, oder ist das ein ganz anderer? Ich bezweifle, dass er das wirklich kann. Und ich kenne und habe Erlebnisse gehabt, wo dann hinterher auch klar wurde, sie konnten es einfach nicht. So, damit bin ich bereits am Ende und ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank, Stefan Börnicke. Den Elch haben wir noch nicht, der zum Schluss war. Der kommt jetzt aus dem Osten, aber auch zu uns. Das ist dann das nächste Thema, was wir andiskutieren können. Ich habe nur in Finnland gesehen, dass auch Elche erheblich dazu beitragen können, Schäden anzurichten. Aber ich würde ganz gerne, weil Frau Emmert ist schon angesprochen worden, ist auch schon zitiert worden vom Ökologischen Jagdverband. Wir hätten natürlich immer gern mehr Frauen in solchen Diskussionen, aber wie das bei Land- und Forstwirtschaft und Jagd immer so ist, die Männer sind immer in der Überzahl. Aber Frau Emmert, wir bitten ganz herzlich um Ihren Kommentar zu dem Papier und zu dem, was Herr Börnig vorgetragen hat und vielleicht auch zu dem, was Sie ändern würden, auch hinsichtlich der bestehenden Jagdgesetzgebung. Bitte schön. Dankeschön. Ich finde es sehr gut, dass wir uns als ÖJV hier äußern können. Es wurde ja schon einiges zitiert. Und im Wesentlichen ist klar, schließe ich mich dieser Analyse an. Es wurden ja einige Punkte schon genannt, aber die Ausgangslage ist richtig, die Probleme sind richtig dargestellt und einige Ansätze, wie man zu einer Lösung finden kann. Wir sind genauso unzufrieden mit diesem Gesetzentwurf, der wirklich nur in Nuancen ansetzt, Verbesserungen möglich zu machen. Ein Punkt vielleicht noch mit der Naturverjüngung. Es geht nicht nur um die Naturverjüngung. Es muss auch möglich sein, dass man noch Pflanzenarten oder Baumarten einbringt. Wir wollen da einen Waldumbau, nicht nur dort, wo diese Kahlflächen jetzt vorhanden sind, sondern auch dort, wo eben diese Waldbestände noch zu naturfern sind, um die Natur näher werden zu lassen. Und auch das muss möglich sein, noch Baumarten einzubringen. Gerade im Lichte des Klimawandels brauchen wir ein ganz breites Baumartenspektrum in der Zukunft, damit sich die Baumarten, die dann passen an den Standort und für die Klimabedingungen, auch weiterentwickeln können. Das vielleicht noch eine Nuance, nicht nur das Naturfüllen, es ist ja nicht einmal definiert, reicht oder im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen. Die Problematik der Schutzmaßnahmen haben Sie genannt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Einige Punkte, die wir noch gern in diesem Gesetz hätten, ist zum Beispiel, weil es ist, wie es schon gesagt wurde, aus der Historie bedingt ein Verpächterschutzgesetz, ein Pächterschutzgesetz, dass die Verpächter immer in der schlechteren Lage sind, zum Beispiel, dass es Mindestpachtzeiten gibt.
Da gibt es überhaupt keinen Grund, außer dass der Pächter dann relativ schwer während so einer Pachtperiode quasi auszutauschen ist. Also wir brauchen keine Mindestpachtzeiten, das soll einfach, diese Pachtverträge sollen frei gestaltet werden. Wir brauchen auch nicht nur Verpachtete, wir müssen mehr propagieren, dass es Eigenbejahung gibt, dass also die Grundeigentümer, die Jagdgenossen auch die Jagd ausüben können, ohne dass verpachtet ist, dass es Bischbezirke gibt, die nur auf Zeit sind. Grundsätzlich, Sie haben es schon angesprochen, müssen Waldbesitzer besser über ihre bestehenden Rechte informiert werden und die müssen auch noch mehr Rechte bekommen, um ihre Anliegen durchzusetzen. Wir haben in Waldbesitz jeglicher Couleur, ob das private Waldbesitzer sind, ob es Kommunen sind, ob es eben diese Jagdgenossenschaften sind, im Moment durch diese Trockenheit und durch die Probleme eine große Aufbruchsstimmung, dass denen der Wert des Waldes und die Entwicklung bewusster ist. Und das ist noch weiter zu unterstützen durch eben Aufklärung, was sie schon machen dürfen und dann auch Verbesserungen zum Beispiel mit diesen Bachzeiten. Das ist also auch was ganz Überkommenes. Für die Jagdpraxis wäre es wichtig, dass es kein Problem mehr ist, wenn Hunde über die Reviergrenzen hinaus jagen, die zum Teil dann erschossen werden und das zum Teil auch noch schwer nachweisbar ist. Also das gibt's. Das ist noch ganz wichtig, dass es diese Forderungen, die ja von Ihnen auch erhoben worden sind, in vielen Landesjagdgesetzen schon gibt. Das Bundesjagdgesetz müsste zum Teil nur nachziehen. Und die Gegenargumente, die da gebracht werden, die sind durch die Realitäten schon lang widerlegt. Den Mindestabschuss ohne Deckelung für Rehe gibt es in manchen Ländern, ohne dass die Population zusammenbricht, was ja da als Popanz an die Wand gemalt wird. Also das ist ganz wichtig. Manches gibt es schon, die Duldung überjagender Hunde oder die Jagdzeit noch besser zu synchronisieren. Wir brauchen ein Fütterungsverbot, damit diese Wildbestände nicht noch weiter steigen. Ein kleiner Ansatz im Gesetz ist ja dieser Schießübungsnachweis. Wir brauchen einen Schießleistungsnachweis, um eben insbesondere auf diesen Bewegungsjachten, wo das Wild durch Treiber und Hunde in Bewegung gebracht wird, damit es die Schützen erlegen können. Da braucht man einen Leistungsnachweis, nicht nur, dass man geübt hat. Ein Punkt ist noch die Bleimunition, die wirklich zu verbieten ist, in allen Facetten, Schrot und nicht nur an Gewässern. Das wären noch einige Aspekte, die noch aufzugreifen wären, die auch eben diese Waldwildsituation verbessern würden. Richtig ist ein Aspekt noch, dass die Zahlen von dem Wild, das Wild ist nicht zu zählen. Jeder glaubt, man könnte das Rotwild zählen, aber selbst diese großen Tiere sind nicht zu zählen. Aus unserer Sicht ist das auch nicht entscheidend, sondern das Verhältnis von dem Wild mit seinem Lebensraum, den es ja eben so drastisch verändern kann, das ist das Entscheidende. Für uns ist eben unser Grundsatz, der Wald zeigt, ob die Jagd stimmt. Und ganz wichtig, es gibt auch überall Beispiele, wo waldfreundlich gejagt wird, wo pragmatisch gejagt wird, dass man eben zeigen kann, ja, das funktioniert. Das ist nicht nur irgendwo Theorie, sondern man sieht in der Praxis bei Waldbesitz jeglicher Couleur, bei Jagdgenossenschaften, bei großen und kleinen Privatwaldbesitzern, bei Kommunen, wenn man das entsprechend macht und jetzt eben diese Möglichkeiten ausschöpft, da ist eben noch sehr viel Engagement notwendig und diese einzelnen Hemmnisse, von denen ich schon genannt habe, auf der Fläche noch zu beseitigen. Das würde das noch fördern, dass eben noch mehr Jagdausübungsberechtigte entsprechend jagen müssen. Und das noch, es gibt auch Jäger, die das machen, die den Ehrgeiz haben, handwerklich gut zu jagen. Es gibt nicht nur Blockierer und trophäenzentrierte Leute. Die muss man lassen, die muss man finden. Und da muss man dann Abstriche machen, dass man nicht die Höchstpacht bekommt, sondern eine vernünftige Pacht von Leuten, die eben entsprechend jagen, so wie der Waldbesitzer und der Verpächter das möchte. Das vielleicht als Eingangsstatement. Ein Satz möchte ich vielleicht noch bringen zur Vogeljagd. Also wir sind ja auch ein Jagdverband und für uns ist auch dieser Aspekt der sinnvollen Nutzung dessen, was wir erlegen, ein Punkt, sodass wir nicht komplett die Vogeljagd verbieten, sondern es ist wichtig, dass es Arten sind, zum Beispiel wie die Stockente oder die Graugans oder die Ringeltaube, die nicht gefährdet sind, die sinnvoll verwertet werden können und wobei man eben bei der Jagdausübung möglichst störungsarm, nicht in große Schofe oder was rein zu schießen, nicht dort Störungen zu verursachen an Rastplätzen von Wasservögeln, dort nicht zu jagen. Wir würden aber nicht ganz verbieten, auf wenige Arten, wenn das entsprechend ausgeführt wird, dass man die noch
bejagen kann. Wesentlich weniger als das jetzt entsprechend die Liste, diese ohnehin zu lange Liste der jagdbaren Arten darstellt. Und diese Verwechslungsgefahr, die ist vorhanden. Und das kann man eben dadurch vermeiden, dass man wirklich unter guten Lichtverhältnissen, man wirklich genau weiß, was man vor sich hat, dann kann man das den einen oder anderen Vogel erlegen, der dann in die Pfanne wandern kann. Alles andere ist für uns nicht notwendig und nicht zielführend. Das war es an der Stelle schon mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage, sozusagen wie man am besten den Wildbestand erhebt. Und das kann ich dann, Herr Bauer kann das dann auch gleich sagen, aber vielleicht erstmal an Sie. Wäre es sagen, zum einen die Rolle der Jagdaufsicht. Da hätte ich eine Frage, weil die Jagdaufsicht ja auch immer eng verbunden ist mit denen, die jagen. Das ist häufig, ist man da unter sich. Und zweitens, sollte man nicht sozusagen systematisch, wie man es in bestimmten Regionen mehr gemacht hat, mit Überfliegungen den Bestand nachvollziehen können, also mit Wärmebildkameras? Also das ist ja sehr aufwendig. Und wie gesagt, es ist für uns nicht wichtig, wie hoch der Wildbestand ist, sondern dass er in einem guten Balanceverhältnis mit seinem Lebensraum steht. Was man eben im Wald daran messen kann, dass alle Arten ohne Schutzmaßnahmen, die dort vorkommen sollen, von der potenziellen natürlichen Vegetation, auch aufwachsen können. Sie kann das mit Weißergattern ganz gut demonstrieren, weil man dann auch sieht, was schon im Sämlingsstadium weggefressen wird. Und das mit diesen Wärmebild, das ist natürlich eine sehr aufwendige Sache, wo man da auch nicht alle Individuen findet und auch nur von größeren Arten. Beim Rotwild ist es meines Wissens ganz gut möglich. Die Rehe mit so einer Wärmebildkamera, die sind ohnehin quasi flächendeckend vorhanden. Also da würde ich sagen, ob der Aufwand das dann rechtfertigt, dass wir wissen, wie viel Wild da ist, das würde ich eher fragwürdig sehen. Das sind ja Arten, die nicht gefährdet sind, wo wir überhaupt keine Probleme haben, dass die reichlich da sind. Vielleicht noch ein Satz zum Rotwild mit dieser Pyramide und dass man immer riesige Wildbestände braucht, um dann diesen einen Trophäenträger zu haben. Es geht natürlich auch darum, dass für die Jagdausübenden, die Pächter in diesen Revieren, die zum Teil sehr hohe Geldbeträge bezahlen, die natürlich glauben, sie haben das Recht dann erkauft auf diesen regelmäßigen Abschuss von einem Trophäenträger. Und es ist wichtig, dass das für die vorhersagbar sein muss. Es soll nicht dem Zufall überlassen bleiben, wer von den Pächtern oder wer von den Jagdausübenden irgendwann einmal so einen guten Hirsch schießen kann, der einfach Glück hat, der einfach engagiert ist, sondern es hängt mit den Kosten zusammen, die man da reinsteckt. Und es muss vorhersagbar sein. Nur dann wird ein Rotwildbestand als bewirtschaftbar in Anführungszeichen bezeichnet. Also das ist ganz wichtig. Und hinzu kommt noch, dass das Rotwild ja nicht als, Sie haben schon gesagt, als Steppentier, aber nicht unbedingt in diesen großen Rudeln leben muss oder leben will. Das ist schon sehr flexibel, was die soziale Aufteilung, die Sozialstruktur angeht. Und es kann im Wald in kleinen Rudeln, in Alttier, Schmaltier, Kalb, also Rudeln leben, in kleinen Dichten, in einer Verteilung, die nicht unbedingt vorhersagbar ist. Es muss nicht sein, dass eben, so wie man vorhin durch das Bild gesehen hat, wenn da riesige Rudel durchwandern, das ist nicht notwendig. Es gibt Beispiele, dass es wirklich möglich ist, eine ganz geringe Dichte über größere Fläche zu haben, das sich natürlich verteilen muss. Und diese Verteilung des Rotwilds, die hängt natürlich auch oft von der Bejagung ab, von der Fütterung, wo stärker gejagt wird, wo man denn dann mehr Ruhe lässt und, weil man es ja im eigenen Revier haben will. Gut, vielen Dank. Ich würde ganz gerne weitergeben an Herrn Bauer. Ja. Der kann auch was dazu sagen, wie man zählt. Eben hat jemand in den Chat geschrieben, ja, man weiß ja auch bis auf den letzten Wolf, wie viele Wölfe in Deutschland leben und das ist eher komplizierter zu zählen. Ja, Herr Bauer, was sagen Sie sozusagen als Leiter eines Nationalparks, der ja zum Ziel hat, die alten Buchenbestände, quasi ja, die letzten Buchenbestände in Deutschland, die wir noch haben, und der Kellerwald gehört dazu, Biosphärenreservat und Weltnaturerbe, dass wir das erhalten. Und Sie haben ja auch Ihre Erfahrungen mit Wildbeständen. Und wie regeln Sie das? Weil es ja da auch einen Konflikt zwischen Naturschutz und Wild gibt. Und man auch ist ja auch durchaus Verbände gibt, die sagen, Jagd müsste da eigentlich oder dürfte da eigentlich gar nicht stattfinden.
Herr Bauer, Sie sind ja jetzt schon etliche Jahre Leiter des Nationalparks. Sie sind dran. Ja, vielen Dank. Ich wollte erst mal noch zwei Sätze sagen, vielleicht zu dem Papier, das ich eigentlich ziemlich gut finde. Ich wollte da noch ein paar Sätze dazu sagen, aber die Elisabeth Emmert hat eigentlich den wesentlichen Teil abgedeckt. Ein Satz ist mir trotzdem noch wichtig. Ich glaube, dass die Grundeigentümer letztlich gar nicht so machtlos sind, wie sie dargestellt werden. Sie haben ja eigentlich schon einen relativ langen Hebel über die Verpachtung und nur müssten sie natürlich da auch mal konsequent sein und sich mal entscheiden dafür, was sie denn eigentlich wirklich wollen. Was ist ihnen wichtiger? Eine relativ hohe Pacht oder ist es wichtiger, dass die Fläche so bejagt wird, dass auch tatsächlich dann die Verhältnisse stimmen, dass der Wald wachsen kann und dass es nicht zu viele Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen gibt. Und da haben sich natürlich Teil, ich würde sogar mal sagen, ein Großteil der Genossenschaften nicht zu einer ganz konsequenten Linie durchgerungen. Ja. Hat auch viel mit persönlichen Verhältnissen zu tun. Ja. Also es ist nicht nur die Pachthöhe, sondern es ist auch noch so ein paar Bonbons, die dann nebenher noch verteilt werden und die manche dann doch so ein bisschen blind machen. Also das war mir jetzt vielleicht nur wichtig, ansonsten finde ich das Papier eigentlich ziemlich gut. Ja, jetzt zum Nationalpark. Das ist natürlich jetzt insofern ein schwieriges Thema, als der Nationalpark im Grunde ja die Zielrichtung hat, nichts zu tun, also die Natur sich selbst zu überlassen. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, ja, so das muss doch auch fürs Wild gelten. Jetzt ist natürlich anders als die Bäume und die Pflanzen, ist Wild mobil und hält sich da eben nicht an die Grenzen des Nationalparks, sondern bewegt sich ja rein und raus. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass jetzt vor allem die relativ kleinen Nationalparks wie unserer natürlich da sehr intensive Beziehungen zu den Nachbarn haben und entsprechend auch natürlich das Ganze etwas konfliktbeladen ist. Insofern können wir uns da jetzt eigentlich nicht so zurücklehnen und sagen, so wir stellen jetzt da die Jagd ein, ne? Das ist, hier soll sich alles selber entwickeln, weil es entwickelt sich ja nicht selbst, sondern letztlich wird ja die Dichte des Wildes sagen wir ganz wesentlich dadurch bestimmt, was außerhalb passiert. Wird das Wild gefüttert? Wie wird es bejagt? Was wird auf den landwirtschaftlichen Flächen angebaut? Und so hat man natürlich, also die Dichte bestimmt sich ja eben nicht durch das Nahrungsangebot im Nationalpark. Wenn das der Fall wäre, dann könnte man das tatsächlich sich selbst überlassen, weil irgendwann wächst so ein Nationalpark so zu oder ist eben so ein gewisses Nahrungsangebot, das eine bestimmte Dichte dann erlaubt. Aber so ist es ja nicht, sondern das Wild kann ja auf ganz kurzer Strecke auf die Nachbarflächen wechseln und dann eben sich dadurch, sagen wir, diesem eigentlich relativ überschaubaren Nahrungsangebot im Nationalpark natürlich dann deutlich aufbessern. So, jetzt ist es so, dass auch die Verbände, der Magnus Wessel wird man das jetzt auch nachsehen, da oft nicht ganz konsequent sind. Die Verbände fordern oft in Forstämtern oder in größeren Forstbetrieben eine konsequente Jagd. Und die gleichen Verbände fordern auch gerne mal, dass im Nationalpark die Jagd eingestellt wird oder zumindest stark reduziert wird. Diese Diskussion hat jetzt bei uns dazu geführt, dass wir jetzt seit letztem Jahr ungefähr 40% der Nationalparkfläche als Ruhezone ausgewiesen haben und unseren Abschlussplan sozusagen auf 60% der Fläche erfüllen müssen und das auch tun, sage ich jetzt mal, wovon also dann der größere Teil eigentlich nur mit einer oder zwei Bewegungsjagden im Jahr dann bejagt werden und nur auf einer kleinen Fläche, das sind so ein bisschen über 20% der Gesamtfläche, findet dann wenn man so will, so eine klassische Jagd mit Einzel- oder Gruppenansitzen dann statt, die aber zeitlich auch stark limitiert sind. So, insofern bemühen wir uns eigentlich, das Ganze möglichst störungsarm zu gestalten, das heißt, möglichst konsequent
auf den Bewegungsjagden das zu machen, weil das ist, auch wenn es an diesem Tag natürlich wild zugeht, eine relativ störungsarme Jagdart, weil an einem Tag dann sozusagen das sich abspielt und auf diesen Bewegungsjagden versuchen wir dann immer so 70-80% des Gesamtabschusses zu erledigen, was in der Regel dann auch funktioniert. Bei uns ist es ja so, dass die Erleger keinen Anspruch auf Trophäen haben, sondern soweit Trophäen überhaupt anfallen. Wir bemühen uns ja eigentlich bei den Hirschen sowieso nur die Jugendklasse zu erlegen, aber auch da gibt es natürlich so Trophäen von Spießern oder Sechsern. Die werden also nicht dem Erleger überreicht, sondern die werden eingezogen und bei uns dann intern verarbeitet, sage ich mal, oder an Knopffabriken übergeben. Und das Ganze führt also dann zu einem relativ guten Geschlechterverhältnis. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass also das weibliche und das männliche Wild in einem guten Verhältnis ist. Da können wir jetzt natürlich noch lang erzählen. Wichtig wäre jetzt noch der Punkt vielleicht mit den Zählungen. Wir haben über die Jahre uns sehr viel Gedanken gemacht eigentlich. Ist es sinnvoll, Wild zu zählen? Ist es nicht sinnvoll? Weil natürlich hat die Elisabeth immer vollkommen recht, dass man sagt, es ist eigentlich nicht die absolute Dichte wichtig, sondern die muss die Vegetation letztlich zeigen, ob das passt oder nicht. Es ist aber insofern natürlich nicht ganz unwichtig, weil man über längere Zeit natürlich dann schon gerne wissen möchte, was man denn eigentlich mit den Abschüssen, die man durchführt, letztlich auch für Auswirkungen letztlich auf die Dichte produziert hat. Und jetzt haben wir vor ein paar Jahren schon mal die erste Befliegung mit der Wärmebildkamera gemacht und mit sagen wir, mäßigen Ergebnissen, da war die Technik noch nicht so weit. Wir haben es in diesem Jahr dann nochmal gemacht, da waren die Ergebnisse wesentlich besser. Und es ist natürlich schon interessant und es ist auch das rausgekommen, was in anderen Flächen auch rausgekommen ist, dass man die Dichten durch die Beobachtung, durch die direkte Beobachtung, also weit unterschätzt. Ja, die Dichten sind ganz erheblich höher, wenn man sie mal auf die Weise erfasst. Das Ziel ist jetzt eigentlich mal, dann das über ein paar Jahre dann zu machen, nicht jedes Jahr, aber so in regelmäßigen Zeitabständen, um zu sehen, wie entwickeln sich denn eigentlich die Dichten und wie passt es mit diesen Abschüssen zusammen, sowohl bei uns als auch im Umfeld. Letzter Punkt jetzt, den ich noch vielleicht anbringen will, diese Frage der Dichten, der Wilddichten beschäftigt natürlich auch andere Nationalparks. Wir haben deshalb in diesem Jahr ein Projekt begonnen, wo wir versuchen wollen, durch nicht ganz einfache und auch nicht ganz billige Methoden, aber doch mit einem überschaubaren Aufwand die Dichten zu bestimmen. Und da läuft jetzt gerade ein Versuch, das mit einer bestimmten Anzahl von fest installierten Kameras, nach einem Raster verteilten Kameras und dann über statistische Berechnungen dann rauszukriegen, wie hoch die Dichten sind. Das hat natürlich einen schönen Nebeneffekt, weil man auf diesen Fotos dann auch nochmal was anderes dann drauf hat. Also das ist jetzt bei uns nicht passiert, aber woanders dann, dass dann plötzlich Tierarten auftauchen, von deren Existenz man gar nichts wusste, wie zum Beispiel der Goldschakal oder sowas. Bei uns war es jetzt noch nicht, also wir haben tatsächlich nur immer unsere klassischen Wildarten da drauf. Aber das ist eigentlich so ein vielversprechendes Projekt, weil man doch mit dem überschaubaren Aufwand dann zu ganz guten Ergebnissen kommt. So, das soll es jetzt mal für einen Moment gewesen sein, aber ich kann dann gerne natürlich später nochmal das ein oder andere sagen. Ja, vielen Dank, Herr Bauer. Sehr interessant und bei dieser Gelegenheit sage ich auch mal gerne, dass es in Nordhessen einen Nationalpark gibt, wissen wenige. Ich hoffe, wir haben ihn damit jetzt ein bisschen bekannter gemacht, weil schon ich glaube, mehr. Ja? Ja, das wissen schon mehr jetzt. Ja, also langsam wird auch klar, auch jetzt in den ganzen Diskussionen um die Bedeutung von Buchenwäldern als ja die klassischen Wälder, die eigentlich Deutschland jetzt in Masse bedecken würden und die ja in vielen Bereichen ja eher eine untergeordnete Rolle noch spielen, aber durch den Klimawandel wieder eine höhere Bedeutung gewinnen. Ich würde jetzt gerne an
Magnus Wessel übergeben, einen Experten, der sich seit Jahren damit beschäftigt und über verschiedene Verbände und wirklich einer der Experten die sich mit dem Thema Jagd und Wild aus der Sicht eines Naturschutzverbandes sehr intensiv beschäftigt hat. Magnus, es ist an dir, das jetzt zu kommentieren, vielleicht auch gegenteilige Positionen in den Raum zu stellen. Und ja, bitte. Ich muss noch sagen, Magnus ist uns nur telefonisch zugeschaltet, aber trotzdem haben wir eine sehr gute Verbindung. Magnus, bitte. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung. So ganz viel kann ich an vielen Stellen gar nicht mehr zufügen. Das, was jetzt als Jagdrechtsnovelle da vorgelegt worden ist, ist natürlich nicht das, was dauerhaft hilft, einen klimastabilen Wald zu erhalten oder gar den aufzubauen. Wenn ich mich in Brandenburg in den Kiefernforsten umgucke oder in meinem heimischen Sauerland in den Fichtenplantagen, dann ist ein Waldumbau an der Stelle nur dann möglich, wenn sich die Jagd verändert. Es sei denn, man will alles Quadratmeter für Quadratmeter einzäunen und es ist weder im Sinn der biologischen Vielfalt, noch ist es ernsthaft finanzierbar, zumal das Fleisch hier anschließend auch nicht weggeworfen wird. Meine bayerischen Kollegen haben dieses Jahr nicht umsonst eine kleine Kampagne pro Jagdfleisch gemacht, weil letzten Endes jedes Reh, das auf dem Teller landet, durchaus auch dabei helfen kann, den Waldumbau gelingen zu lassen. Was mir wichtig ist, vielleicht auch mit dem Blick auf das Papier, ist nochmal ein bisschen den Blick darauf zu lenken, dass natürlich eine rein summmäßige Reduktion der Anzahl von Wildtieren nicht automatisch wirtschaftliche oder ökologische Schäden verhindert. Das Rotwild ist ein schönes Beispiel dafür, aber das sehen Sie bei den Rehen auch, die jetzt über die ganze Bundesrepublik gesehen im Fraßschaden einen ganz erheblichen Anteil haben. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum im Gesetzentwurf von Frau Klöckner der Schwerpunkt so aufs Rehwild gelegt wurde. Ein bisschen skurril, wenn man sich die Problemlage insgesamt anschaut. Wo wir als BUND differenzieren, ist einfach zwischen der Jagd und Wildtiermanagement. Jagd ist letzten Endes im Idealfall, um Lebensmittel zu produzieren, andere hochwertige Dinge, die verwertet werden können. Das ist ein vernünftiger Grund und allemal besser, als sich das Fleisch irgendwo aus der Massentierhaltung zu holen. Also ich glaube, wenn da handwerklich gut gearbeitet wird und da ist eine große Baustelle in der Jagdpraxis auf jeden Fall. Aber wenn handwerklich ordentlich gearbeitet wird, ist da ja gar nichts gegen zu sagen. So, und alles andere ist eigentlich Wildtiermanagement. Das heißt, ich muss mir angucken, was ist mein Ziel auf einer bestimmten Fläche und die sieht natürlich bei einem neu begründeten Waldbestand nach dem Absterben aller Fichten anders aus als in der Kernzone von einem Nationalpark. Und sieht in einem Managementbereich eines Nationalparks anders aus als in einem Gebiet, wo ich massiv Waldumbau machen will. Und da muss man entsprechend anders arbeiten und einen Ausgleich finden zwischen den verschiedenen Interessen, die da sind. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Vegetationsgutachten so ein wesentlicher Pfeiler werden müssen. Denn wir müssen wissen, wie die Gesamtvegetation in einer Region sich entwickelt, wenn kein Fraßschaden durch die großen Wildarten an der Vegetation passiert. Und dann kann man miteinander abschätzen, was ökologisch notwendig und forstwirtschaftlich sinnvoll ist. Denn ich muss in der Tat in der Region, wo ich möglichst hochwertiges Holz in möglichst großer Zahl produzieren möchte, und da wollen wir nun in Deutschland, weiß Gott, nicht drauf verzichten, anders mit dem Wald umgehen und mit der Bejagung umgehen, als in der Fläche, wo ich sage, naja, wenn da ja ein paar krumme Bäume dazwischen sind, interessiert mich am Ende nicht, weil mein Produktionsziel auf der Fläche halt biologische Vielfalt ist und nicht primär nutzbares Holz für wirtschaftliche Belange. Ich glaube, das ist wichtig. Insgesamt müsste man natürlich am Jagdgesetz ganz, ganz anders ran. Von den knapp 100 Tierarten, von denen vielleicht so 40 bejagt werden dürfen, gehört der große Teil einfach nicht ins Jagdgesetz. Wir sagen als BUND, dass letzten Endes die Jagd vor allen Dingen auf die 6 Schalenwildarten reduziert werden soll. Und dann kann man es immer noch Länderregelungen geben, wo einzelne Arten auch bejagt werden können, wenn sie entsprechend guten Zustand der Population haben. Aber im Kern ist das, was da draußen sozusagen
Fleisch produziert auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wirtschaftliche Schäden produziert, das, was ins Jagdgesetz gehört. Vielleicht zum Einstieg darin. Ich glaube, die Diskussion darüber, wie dann praktisch gearbeitet werden kann und muss, ist eine sehr wichtige. Denn man darf ja nicht vergessen, der Großteil der großen Verantwortung, die Jagd letzten Endes hat, um eine gebietstypische Artenvielfalt zu ermöglichen, um Naturverjüngung mit heimischen Baumarten zu ermöglichen und den Waldumbau zu garantieren, liegt momentan auf dem Rücken einer ganzen Reihe von Leuten, die das freiwillig machen. So, und die begrenzt Zeit haben und die begrenzte Ressourcen haben und auch die Jagdprüfung und die regelmäßige Überprüfung des Wissensstandes und der Schießfertigkeiten, wie sie jetzt im Gesetz angedacht sind, reicht noch bei weitem nicht aus, um das zu gewährleisten, was wir eigentlich brauchen. Insofern ist das auch ein Plädoyer dafür, in einer guten Zusammenarbeit zu Berufsjägern zu treten. Vielleicht abschließend noch auch ein Punkt, der in der Debatte gerne untergeht. Es ist ja nicht so, als würden die Staatsforsten überall schon mit gutem Beispiel vorangehen. Weder in der Personalstärke, die für ein gutes Wildtiermanagement notwendig ist. Da ist viel abgebaut worden in den Forstämtern in den letzten Jahrzehnten. Noch immer in der Praxis. Und es ist immer schwierig, von Privaten was einzufordern, was man selber nicht vorbildlich vormacht. Ich möchte an vielen Stellen da den Bundesforst wirklich ausnehmen, denn die haben natürlich auch aufgrund einer anderen Personaldecke manch andere Chancen als die teilweise riesigen Forstreviere, die in den Ländern mittlerweile geschaffen worden sind, wo der einzelne Förster nicht mehr hinterherkommt, zu wissen, was auf seiner Fläche überall passiert. Ja, vielleicht soweit. Ja, letzter Punkt vielleicht noch zum Wolf, weil das in der Debatte gerade ein paar Mal hochkam. Also bislang lässt sich in der Lausitz, wo wir ja am längsten in Deutschland kontinuierlich Wölfe haben, kein gravierender Einfluss auf die Rehwild- und die Rotwild- und die Dammwildpopulation nachweisen, der so groß ist, dass man sagen würde, wir können uns bei genügend Prädatoren in Deutschland die Bejagung sparen, das funktioniert nicht. Der Einfluss auf die Populationsgröße ist insbesondere beim Rehwild vor allen Dingen durch solche Sachen wie Futter, Witterung und Störungshöflichkeiten und Ähnliches. Die Prädatoren schöpfen da mitnichten das ab, was die Population alles liefern kann. Das räumliche Verhalten ist anders, das kennen wir auch aus langjährigen Beobachten, zum Beispiel am Yellowstone, wo klar ist, dass die großen Pflanzenfresser sich nicht mehr alle wie eine Kuh dauernd an einer Stelle aufhalten und dementsprechend natürlich auch die Vegetation eine andere Chance bekommt. Aber so wichtig die Rückkehr der großen Beutegreifer, Luchs, Wolf, wie gesagt, der Goldschakal taucht ja an einigen Stellen mittlerweile auch auf. Beim Bären wollen wir mal schauen, was passiert. Die werden uns die wirtschaftliche und die ökologische Frage um den Umgang mit den Wildarten nicht abnehmen, sondern die müssen wir als Gesellschaft miteinander beantworten und dann auch konsequent umsetzen. Und da, Martin Häusling hat es ja schon angesprochen, Herr Börnecke eben auch, ist natürlich die Frage der Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Jagdbehörden, der konsequenten Kontrolle und auch dem konsequenten Ahnden zum Beispiel von illegalen Wildfütterungen ein ganz wesentlicher Punkt. Zum Blei hat Frau Emmert auch schon alles gesagt, was zu jagen, weil wir haben überall Blei abgeschafft. Wir haben es nicht mehr im Auto, wir haben es nicht mehr im Kinderspielzeug, aber es darf weiterhin in die Landschaft herumgeballert werden, bis auf die Feuchtgebiete, die Gott sei Dank auch durch Martin Häuslings Einsatz und anderen in Brüssel ja erledigt worden ist. Aber es gibt keinen Grund, Blei weiterhin zu verwenden. Und mein Appell an der Stelle geht vor allen Dingen auch immer an die Munitionsindustrie. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es keine Alternative für die wenigen Fälle gibt, wo Blei noch Vorteile hat. Wir schießen Weltraumfahrzeuge zum Mars und laufen auf dem Mond herum. Es tut mir leid, es ist einfach absurd zu sagen, es gibt kein Material, mit dem man das kostengünstig abdecken kann. Das ist es natürlich so lange nicht, wie man Maschinen hat, die prima Blei verarbeiten, längst abgeschrieben sind, man viel Geld damit verdienen kann in der Produktion. Aber das kann ja bitte nicht der Maßstab sein dafür, was man den Jägerinnen und Jägern da draußen als Handwerkszeug anbietet. Ja, vielen Dank, Magnus. Ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, ich hätte nicht geglaubt, dass man
so einen heftigen Kampf führt um die Abschaffung von Bleimunition. Eigentlich war es allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, war das völlig logisch, dass wir nicht jedes Jahr zigtausend Tonnen, und das sind Tausende von Tonnen, ich glaube 5000 Tonnen an Blei in der Gegend verteilen können, zumal Stahlschrot kaum schlechter anzuwenden ist. Und trotzdem hat es Jahre gedauert, bis wir jetzt erstmals geschafft haben, nur in Feuchtgebieten es zu verbieten. Das heißt, der ganze Rest darf weiterhin in vielen Ländern weiterhin mit Bleimunition abgedeckt werden. Und das, da ist mir klar geworden, ich sage es mal sehr deutlich, wie groß eigentlich auch der Einfluss der Jägerlobby ist. Man sagt ja immer, Bauern hätten die beste Lobby. Aber Jäger stehen dem in nichts, aber auch in gar nichts nach. Wir haben in Deutschland 350.000 Bewaffnete, die diesen Hobby in wesentlichen Teilen ja frönen. Wir haben wenige Berufsjäger. Wie könnte man jetzt, geht dann kurz an alle sozusagen, aber nur bitte zwei Sätze. Was könnte man jetzt ganz akut machen? Ich sage mal ein Beispiel. In der Schweiz gibt es zwei Kantone. Dann hat man die Revierjagd abgeschafft, sondern da hat man sozusagen, ist in staatliche Hände gegeben und da wird streng nach Plan sozusagen dann gejagt. In Deutschland haben wir das Reviersystem. 85 Hektar ist, glaube ich, oder 90 Hektar ist, glaube ich, die Grenze, ab der man dann selber schießen darf. Ist das Reviersystem sozusagen eigentlich noch zeitgemäß? Und da schließt sich die Frage an, wie ist das eigentlich dann mit der staatlichen Aufsicht? Alle, mit denen man spricht, kennen das Problem, wissen sozusagen um die zunehmenden Wildbestände, wissen auch die Gründe dafür, aber scheinbar ist ja die Dynamik überhaupt nicht zu bremsen. Wer trägt jetzt da dann die Hauptschuld? Es kann nicht nur sein, dass man sagt, jetzt wird mehr Mais angebaut. Das Rotwild und Mais haben nicht so viel miteinander zu tun, sondern das ist eher ein Problem insgesamt. Auch Stefan Börnig hat es auch erwähnt, zu sagen, dass wir im Wald auch durch die Brachflächen, wesentlich größere Brachflächen, jetzt ja mehr ein größeres Nahrungsangebot haben. Aber nochmal konkret die Frage, was müsste jetzt sagen, die Gesellschaft, der Staat jetzt tun, um da jetzt wirklich was zu bewegen? Und nicht nur private Vereinbarungen, was Frau Klöck dann gerne macht. Ich würde es kurz an alle kurz geben, aber bitte nicht mehr als eine Minute. Stefan, fangen wir mit dir an. Ja. Ich würde meine Antwort recht gerne weiterreichen und möchte eigentlich eher Frau Emmert und Herrn Wessel bitten, darauf zu antworten. Frau Emmert. Ja, also ich denke, das Reviersystem abschaffen, dass die Bindung des Jagdrechts an Grund und Boden wichtig ist, das finden wir schon richtig. Also ein Lizenzjagdsystem würde das ja entkoppeln, dass man bestimmte Jagdlizenzen für eine bestimmte Fläche hat. Aber bei uns ist es ja so, und das finden wir grundsätzlich sinnvoll, man müsste eben diese Verbindung und den Einfluss der Grundeigentümer noch verbessern, noch schärfen. Natürlich braucht man auch eine gewisse staatliche Aufsicht, die zum Beispiel durch diese obligatorischen und revierweisen Vegetationsgutachten gegeben wäre. Das gibt es ja in manchen Ländern schon und da schaut es zum Teil besser aus. Es ist aber ganz wichtig, dass man diese Verbindung beibehält. Jetzt zu seinem Lizenzjagdsystem, das auch seine Tücken hat. Es ist nicht nur in Deutschland, dass man diese Wald-Wild-Problematik hat. In Österreich ist ganz massiv gut, da gibt es das Reviersystem. Und in der Schweiz haben wir ja Kantone mit dieser Lizenzjagd und Sie meinen ja wahrscheinlich den Kanton Genf, in dem die Jagd durch so eine öffentliche Umfrage oder Entscheidung abgeschafft wurde, wo man aber gesehen hat, ganz ohne Jagd gibt es auch Probleme dort für die Weinberge oder auch für landwirtschaftliche Flächen oder den Wald, dass eben dann Wildhüter gibt, die entsprechend jagen, die zum Teil schon von der Methodik her noch mehr mit Scheinwerfern zu jagen oder mit die bei uns jetzt noch nicht, mit dem Schwarzwild ändert sich ja ein bisschen was, nicht möglich sind, dass es, als er sich schon herausgestellt hat, eine gewisse Bejagung ist notwendig und es wird dann eben mit einem relativ großen Aufwand von staatlicher Seite gemacht, wenn man bei uns argumentiert, es wird ja freiwillig gemacht. Aber das ein wenig zu entkoppeln auch mit diesen großen Pachtzahlungen, dass auch von den Jagdgenossen das anders gesehen wird, das denke ich, das ist noch Überzeugungsarbeit. Aber auch diese staatliche Aufsicht oder auch von Forstämtern, das ist ja nicht nur die Jagdbehörden, sondern auch die Forstbehörden, da
das deutlich zu machen oder mit diesen Vegetationsgutachten, das daran zu koppeln, wie diese Abschüsse umzusetzen sind und noch mehr zu propagieren, dass es ja auch vernünftige Hecke gibt, die man einfach fördern muss und nicht nur diese hohen Pachten oder sonstige Bonbons, die schon genannt wurden, sondern zu sagen, wir wollen das. Und ich denke, im Moment ist die Aufbruchstimmung, ich habe es vorhin schon gesagt, relativ groß, angesichts dieser Dramatik, die wir immer auf großen Flächen haben mit diesen drei Dürrejahren, was zu ändern und diese Wälder klimastabil auszurichten, das ist noch weiter zu propagieren und zu fördern. Und diese kleinen Bausteine, die es in manchen Bundesländern schon gibt, natürlich wäre es sinnvoll gewesen, das im Bundesjagdgesetz umzusetzen, aber das auch zu nutzen dort in den Ländern und auch auf Bundeslandebene, auf Länderebene weiterzuarbeiten, das noch progressiver zu gestalten, wo es da Öffnungsmöglichkeiten gibt. Ich denke, im Moment ist da auf Bundesebene Hopfen und Malz verloren, da tut sich erst mal nichts mehr. Danke. Herr Bauer, und dann am Markus kann das auch mit, Markus kann das auch mitreden. Nach dem Motto, es ist auch mehrmals die Frage gestellt worden, kam immer wieder im Chat die Frage nach den Prädatoren, nach Wölfen, Luchsen, ob das dann nicht sozusagen sich dann selber regeln würde, würde ich gerne noch mit in die Diskussion bringen. Manfred Bauer hat ja einen Wolfsrudel. Nee. Es ist nur eingesperrt. Also, ja. Ja, lasst es raus und dann ist das Problem gelöst. Markus hat eben gesagt, damit ist das Problem gar nicht gelöst. War für mich jetzt auch eine neue Geschichte, weil ich immer dachte, in den Bundesländern, wo wir auch Wölfe haben, wäre das Problem ein wenig eingeschränkt. Hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Aber ich würde auch an Sie, Herr Bauer, und an Markus die Frage nochmal weitergeben. Was ist sozusagen, wer staatlicherseits zu regulieren und was ist sozusagen mit dem, ja, der NABU hat, glaube ich, mal gesagt, wir hätten noch Platz in Deutschland für dreimal so viel Wolfsrudel. Das ging dann eher an Magnus. Geht das tatsächlich? Wir werden nicht in allen Revieren Wolfsrudel haben. Ich sage mal selber auch als Landwirt, ich wünsche mir das auch nicht überall. Das ist aber meine persönliche Meinung. Okay, Manfred, bitte. Ja, ich kann jetzt da gar nicht so viel dazu sagen, was jetzt von staatlicher Seite da gemacht werden sollte. Ich kann das nur bestätigen, dass jetzt natürlich die großen Beutegreifer letztlich nicht die Dichten ihrer Beutetiere regulieren, sondern es ist eigentlich immer umgekehrt. Also die Anzahl der Beutetiere reguliert die Beutegreifer. Und das wird ja auch dann praktisch im Osten in der Niederlausitz wird es ja seit vielen Jahren dann auch gezeigt, dass es so stimmt. Ja. Ich weiß nicht, soll ich die Gelegenheit gleich wahrnehmen? Ich habe vorhin im Chat so ein paar Punkte gesehen, auf die man vielleicht noch eingehen müsste. Also einmal, dass ich mich so für die Jagd im Nationalpark aussprechen würde, das ist so nicht richtig. Also jetzt, manche mögen dann sagen, das ist vielleicht so eine Wortklauberei, aber ich bin nicht für die Jagd, sondern bin für Regulierung. Und ich halte das schon für einen entscheidenden Unterschied, weil ich hatte das vorhin erklärt, dass eben die Nationalparke und schon mal gleich ganz unserer eigentlich viel zu klein sind, um so eine eigenständige Entwicklung der Wildtiere zu ermöglichen. Und dann war noch eine Frage dabei, wieso eigentlich die Tiere dann, wenn sie schon geschossen werden müssen, nicht einfach im Wald verbleiben, weil das aus gesetzlichen Gründen gar nicht geht, sage ich jetzt mal. Es gibt ein Tierkörperbeseitigungsgesetz und da ist es eben nicht möglich, dass man die im Wald liegen lässt. Wir starten jetzt ein Projekt dann, voraussichtlich nächstes Jahr, auch zusammen mit anderen Nationalparken, wo wir das mal so exemplarisch auch probieren wollen, was dann eigentlich da passiert. Weil das hat natürlich schon ganz interessante ökologische Konsequenzen auch, wenn man Wildtiere dann liegen lässt. Aber im Moment ist es eben so nicht zu machen. Dann war noch eine Frage. Jagdliche Zonierung. Also soll ich jetzt das eigentlich so? Ja, zur jagdlichen Zonierung. Also in der Tat, ich habe es vorhin mal so kurz angedeutet, wir haben tatsächlich so etwa 20%, wo die Einzeljagd in wenigen Wochen im Jahr stattfindet. Also tatsächlich sind es eigentlich nur 4 Wochen. Und wir haben dann einen Bereich, der also etwa ja, so 50% der Fläche umfasst, wo dann eben die eine Bejagungsjagd dann drüber läuft. Und dann war noch die Frage, ob sich jetzt in den nicht bejagten Zonen
die Naturführung jetzt verändert hat. Also das, da gibt es jetzt noch keinen Nachweis dafür. Das liegt aber natürlich auch daran, weil Wild eben mobil ist. Das kann man nicht oft genug betonen. Also es ist natürlich nicht so, wenn ich jetzt auf einer Teilfläche, auf, im Prinzip ja auf wenigen 100 Hektar oder 1000 Hektar die Jagd einstelle, dass dann sozusagen die Welt da eine andere wäre, sondern das ist ja alles in Bewegung. Und deswegen kann man jetzt da nicht automatisch erwarten, dass sich die Naturführung in den bejagten und in den nicht bejagten Zonen dann unterscheidet. Das war jetzt mal vielleicht so auf die Schnelle mal ein paar Fragen. Alle habe ich, glaube ich, nicht mitgekriegt, weil das mit meinem Tablet da ein bisschen schwierig ist, aber wir können ja vielleicht noch auf den einen oder anderen Punkt dann später noch eingehen. Nee, bevor ich an Magnus, Magnus kriegt jetzt immer mehr Fragen zum Schluss. Ich habe ja auch einige von, auch von deinem Verband, aber auch von Verbänden wie PETA, die ja Jagd grundsätzlich ablehnen, gibt es ja das Argument, Jagd verschärft eigentlich das Problem. Also je mehr gejagt wird, desto mehr vermehren sich die Wildbestände und das Zeichen sei ja sehr deutlich, dass es ja mehr Abschüsse gibt, obwohl mehr geschossen wird. Wird sich irgendwann in Deutschland ein Gleichgewicht einstellen, wenn wir jetzt auf die Jagd verzichten? Oder wir sind ja jetzt keine Naturlandschaft mehr, nach dem Motto, es gibt irgendwo natürlichen Ausgleich. Wir sind ja jetzt nicht Yellowstone Nationalpark. Ist das ein Argument, was man ernst nehmen muss? Also viele Jäger, mehr Wild? Oder hat das eher irgendwas damit zu tun, dass das nicht an den vielen Jägern liegt, sondern an der Verteilung sozusagen, wie und wer jagt? Und dann, wie gesagt, das Argument, würde sich das irgendwann von selbst regulieren? Ich kann nur sagen, eigentlich auch als eigene Betroffenheit, wenn auf einem Acker, der einem nun im Sommer sowieso, wo nichts wächst und wo dann des Nächtens 70 Hirsche draufstehen, fragt man sich dann natürlich schon, gibt es durchaus eine Nutzungskonkurrenz, muss man sehr vorsichtig zu sagen. Müssen das die Bauern, müssen das die Waldbesitzer eigentlich akzeptieren? Oder wo liegen da die Schmerzgrenzen? Weil oft kommt auch ein Vorwurf der in den Chats nach dem Motto, ja, es gibt einen berechtigten Grund, dass wir das Wild auch seine Freiheiten hat. Und müssten wir nicht in der Waldbewirtschaftung was ändern? Müssten wir nicht auch in der Landwirtschaft viele Esungsflächen zur Verfügung stellen, damit die Tiere sich dann auch entsprechend dann auch da in diesen Regionen ernähren können und nicht Bäume abkauen müssen? Ist das so? Oder was sagt der BUND zu dem Thema? Das ist ein Thema für eine eigene Vorlesung. Dann sitzen wir hier für die nächsten 3 Stunden. Ich versuche es mal knapp zu machen. Natürlich hat die Art und Weise der Bejagung einen massiven Einfluss darauf, gerade beim Rotwild, Rehwild ist das noch ein bisschen anders, wie viele Schäden an Bäumen entstehen. In dem Moment, wo die Tiere sich nicht mehr trauen, raus ins offene Land zu gehen, weil sie Angst haben, da erschossen oder sonst wie gestört zu werden, verbleiben sie in der Deckung. Im Zweifelsfall fangen sie irgendwann an, aus Langeweile zu fressen. Das ist nun mal so, wenn man die ganze Zeit auf sehr begrenztem Raum nicht rauskommt. Parallelen zur jetzigen Corona-Situation völlig unbeabsichtigt. Also insofern hat es da natürlich einen massiven Einfluss. Das ist nicht wegzureden. Würde sich das alles irgendwann natürlich einpendeln, wenn wir uns gar nicht einmischen würden? Ja, natürlich. Das Wild ist über Jahrtausende ohne uns klargekommen und würde das auch hinterher, die Landschaft auch, aber es würde sich halt alles dramatisch verändern. So, und es, inwieweit es dann auch mit menschlicher Nutzung, an welchen Stellen es mit menschlicher Nutzung noch kompatibel wäre, das ist nochmal eine zweite Debatte. Jetzt aber erstmal nichts damit zu tun, ob es sich nicht regulieren würde. Natürlich würde es sich irgendwie regulieren. Die Tiere sterben an Krankheiten, Tiere verhungern, Tiere verunglücken. Tiere sind ja keine Staubsauger, die irgendwie anschließend nur noch kahle Felsflächen übrig lassen. So funktioniert das nicht. Aber so funktioniert das ja auch in der Kulturlandschaft Europas nicht. Wir als Menschen definieren, was wir an welchen Stellen in der Landschaft wollen und wo unsere Schmerzgrenzen sind. Und im Idealfall tun wir das auf der Basis
von wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht hören sagen und nicht, ich habe neulich beim Fahrradfahren gesehen oder ich habe den Eindruck, dass es wegen den Wölfen bei uns weniger Rehe gibt. So, das ist, finde ich, für politische Entscheidungen, und darüber reden wir am Ende, keine gute Grundlage. Das ist einer der Gründe, warum wir so stark für die Vegetationsgutachten votieren, weil man anhand derer dann wirklich vor Ort sehen kann, wie ist die Situation. Man kann jagdlich darauf reagieren, man kann mit anderen Maßnahmen darauf reagieren. Da muss man auch die Wildarten sehr unterschiedlich betrachten. Sie kriegen einen Rothirsch in der Landschaft ganz anders gelenkt, als sie das mit Rehwild können. Beim Rehwild sind die Alternativen zum Abschuss wirklich kaum vorhanden. Das muss man sich dann, wie gesagt, auf der entsprechenden Fläche systematisch und gut anschauen. Aber am Ende muss man gerade bei den Wirtschaftswäldern sehr genau schauen, dass wir einen Waldumbau hinbekommen und klimastabile Wälder bekommen. Und wir reden ja jetzt nicht über hochbedrohte Tierarten, gerade beim Rehwild, sondern halt über einen Lebensmittelproduzenten sozusagen. Ich denke, da ist die Jagd eine zumutbare Alternative für das Wildtier im Rahmen des Wildtiermanagements. Beim Rothirsch, wie gesagt, ist es in Deutschland an vielen Stellen im Argen. Wir akzeptieren für keine einzige Tierart, dass sie, wenn sie 5 Meter weiter nach links geht, da dann einfach abgeschossen werden darf. Beim Rothirsch ist das in vielen Bundesländern immer noch gang und gäbe. Und natürlich erhöhen sich die Dichten auch, wenn sich Tiere nicht ausbreiten können und die Jagd dann innerhalb der Gebiete nicht funktioniert. Also das ist ein breites Feld. Ich denke, wenn die Politik kurzfristig handeln und Handlungsfähigkeit zeigen will, dann ist man in der Tat bei der Frage der Vegetationsgutachten, die flächendeckend eingeführt werden, eine Veränderung der Jagd anhand dieser Vegetationsgutachten. Man wird möglicherweise auch die Abschusspläne, zumindest Abschussplänen, umwandeln müssen in einigen Regionen, um letzten Endes eine Wildverbisssituation zu bekommen, die es ermöglicht, dass nicht nur Jungbewuchs hochkommt, sondern auch Waldumbau gelingt. Und das ist ja tatsächlich bei vielen der Nadelforsten, die wir in Deutschland historischer gewachsen haben, eine Riesenaufgabe, weil sie werden mit egal welcher Maßnahme ein Tier nicht davon abhalten, was anderes als hässliches und nicht gut schmeckendes Nadelholz zu fressen, wenn es keine Alternativen hat. Ja, da kommen wir nochmal, der wird immer wieder gefragt, sozusagen der Einfluss der Lebensräume auf die Tiere spielt natürlich die größte Rolle, und deshalb die Frage dann auch nochmal, wie gesagt, eigentlich erklärt sich selbst, dass wir diese Gutachten brauchen und dass Jagdbehörden nicht nur zusammen mit den Jägern die Abschusszahlen festlegen, sondern dass wir auch die Biologen und die Umweltschützer dazu brauchten, um festzulegen, wie viel verträgt eigentlich ein Naturraum an Wild. Und das ist auch ganz klar, nicht nur der Waldbesitzer, sondern auch die Ökologie spielt da eine große Rolle. Aber dann nochmal die Frage, wir haben in Deutschland sehr unterschiedliche Jagdgesetze, Frau Immert. In Bayern darf man füttern, in bestimmten Regionen, damit die Hirsche dann, wenn sie nicht mehr in den Täler können, in bestimmten Regionen dann auch quasi standwild bleiben und gefüttert werden. Das ist der berühmte Haus-Stern-Film, der da wirklich die Rudel auch zeigt. In Hessen kostet es ihnen 20.000 Euro Strafe, wenn sie füttern. Also auch in den Bundesländern sehr unterschiedliche Ansätze, um sozusagen das in den Griff zu kriegen. Meine persönliche Erfahrung ist, und wir haben hier in der Region tatsächlich Erfahrung damit, dass ihnen sehr intensiv gefüttert wird, Trester, Zuckerrüben, auch Wildeselsflächen angelegt werden. Folge: massiv ansteigende Wildpopulationen, die ja nicht nur da bleiben, wo sie gefüttert werden, zumal dann meistens auch Hochsitz daneben steht. Aber ist sozusagen das, was Bayern macht und was andere Bundesländer unter Strafe gestellt haben, kann man sich da nicht irgendwann mal drauf einigen, wie man damit umgeht? Oder gibt es in Bayern ein anderes Verständnis von Jagd?
Ja, in Bayern gibt es den Mannenpunkt, da gibt es dann auch die Trophäenschauen, die ja staatliche Pflicht sind, noch ein anderes Verständnis von Jagd. Aber da handelt es sich vor allem mit dieser Fütterung um das Gebirge. Und da ist es ja nicht nur so, dass gefüttert wird, da gibt es ja Wintergatter. Da wird das Rotwild im Winter eingesperrt, zum Teil ist es länger in diesem Wintergatter als in der freien Wildbahn. Dann lässt man es wieder, füttert es natürlich dort, sonst hätten sie ja nichts. Dann lässt man es wieder raus und dann versucht man es zu erlegen. Also das ist für uns überhaupt ein Widerspruch in sich. Es ist natürlich so, dass man dadurch in dem Gebirge höhere Wildbestände haben kann, als ohne diese Wintergatter, die einfach dort sehr gering wären, die früher halt aus dem Gebirgshochlagen, wo dann viel Schnee ist, besonders in diesen Waldlagen, rausgewandert sind ins Vorland, in die Auen. Das können wir zum Teil wegen dem Verkehr nicht, aber das wollen natürlich die Pächter, die dann dieses Rotwild im Gebirge haben, auch nicht, dass das dann abwandert und meinetwegen von Bauernjägern dann erlegt wird im Bayerischen Wald. Das ist eine ähnliche Situation. Also da hängt vieles mit zusammen. Aber grundsätzlich sind wir uns ja ziemlich einig in diesen Stellungnahmen, dass ein Fütterungsverbot ganz wichtig wäre. Wild muss nicht gefüttert werden, das kommt auch anderweitig zurecht. Und wir sind ja der Meinung, wir brauchen keine Äsungsflächen. Das ist ja eine große Diskussion von der konventionellen Jagd. Wie viele Äsungsflächen brauchen wir? 2%, 3%, 5%. Wenn die Wildbestände nicht angepasst sind, hat noch niemals eine Äsungsfläche irgendeinen Schaden verhindert. Das führt nur dazu, dass noch mehr Wild vorhanden ist und wir propagieren 100% des Waldes, 100% der Fläche soll Äsungsfläche sein, aber für angepasste Wildbestände. Und dann gibt es auch diese Probleme nicht und es hat noch nie dazu geführt, dass man da sowohl das Füttern als auch diese Äsungsflächen, dass irgendwo Schäden verhindert worden sind. Auch das Füttern im Winter führt mehr dazu, dass mehr Wild da ist, das konzentriert sich dann und dann wird falsch gefüttert und dann gibt es Erkrankungen und. Das hat nur negative Auswirkungen, ist also keine Lösung. Und selbst von den Tierschutzverbänden, ich bin ja auch im Deutschen Naturschutzring, im Präsidium dort Beisitzerin, oder haben ja viele Tierschutzverbände, die bei uns sind im DNR. Und auch von den Tierschutzverbänden wird in der Regel propagiert, wir wollen nicht füttern, das sollen natürliche Verhältnisse sein. Und es führt oft zu größeren Problemen für die Tiere und kann Schäden überhaupt nicht verhindern. Also das wäre schon wichtig. Und die Tendenz geht ja dahin, dass sowohl diese Kürrung, also diese Anlagfütterung, als auch die Fütterung zunehmend in den Bundesländern verboten wird, weil einfach nicht verantwortlich mit diesem Instrument Fütterung umgegangen wird. Da wird zu viel gefüttert und wir brauchen es grundsätzlich nicht. Das setzt sich immer mehr durch. Ja, Rotwild vielleicht noch ein Satz. Vorhin hat der Magnus dann gesagt, das traut sich doch nicht ins Offenland und bleibt dann in der Dickung und schält deswegen. Aber wenn man sich die Wälder anschaut, diese Strukturen, dass wir hier die Dickung haben und dort haben wir den Altbestand und dann haben wir das Offenland, das verändert sich ja. Die Waldstrukturen haben sich ja stark verändert durch eine andere Bewirtschaftung und auch durch Sturmschäden und durch Löcher, die da drin sind und durch Strukturreichtum im Wald. Und wir wollen ja diesen Strukturreichtum, dass also von diesen Verhältnissen, dort ist das Wohnzimmer und dort das Schlafzimmer und dort das Esszimmer für das Wild, einfach nicht mehr so vorhanden ist. Die sollen auf ganzer Fläche leben, aber eben in Populationen, in Dichten, die an diese Lebensraumkapazität angepasst sind. Ja, ist auch meine Beobachtung, dass Hirsche absolute Nachttiere geworden sind. Also die kommen hier meistens so um 11 Uhr erst auf die Felder und morgens um 4 sind sie schon wieder verschwunden. Und den Rest des Tages stehen sie halt in Buchendickungen und versuchen sich da auch ein bisschen natürlich an den Bäumen gütlich zu tun. Ja, das liegt zum einen manchmal am gewissen Besucherdruck, das liegt aber zum Teil an der Landwirtschaft. Früher sind die Traktoren nicht mit Scheinwerfer abends und nachts und sonst noch rumgefahren, das hat man auch immer mehr. Also der Druck nimmt zu. Wenn das so ist, dass sie eben nicht in dieses Offenland dann raus wollen. Und natürlich ist die Jagd da ein ganz wesentliches Steuerungselement, das ist klar. Aber ich bleib noch mal provokativ bei der Frage sozusagen, wir haben ja in Europa sehr unterschiedliches Jagdrecht. Andere Beispiel ist Frankreich, wo quasi sich ja jeder bewaffnen kann, ist vielleicht auch nicht das Modell, was wir in Deutschland anstreben. Aber in Deutschland haben wir es doch damit zu tun, und da komme ich wirklich noch mal ganz provokativ dahin, wir haben es damit zu tun, dass sich ja Jagd eigentlich nur noch die leisten können, die richtig Geld in der Tasche haben. Angefangen von der Bezahlung von Wildschäden für die Landwirte, wo es ja zunehmend Probleme gibt, bis hin, dass man das früher in Bayern bekam, jeder Landtagsabgeordnete, sofern er einen Jagdschein hatte, durfte den Hirsch schießen. Ja? Also es ist ja auch, sagen, gesellschaftliches
Gedünkel, was sich da heute auch noch da wirklich in diesen Kreisen abspielt. Wie könnte man das verändern? Also wenn man jetzt sagen würde, ich bleibe ein bisschen bei der These nach dem Motto, es wird nicht an den Meistbietenden die Yacht verteilt, sondern es würden auch die, die einen Yachtschein machen, auch sagen, hätten auch Zugang, wie es der Staat ja in vielen Bereichen macht, mit seinen Vergaben. Ist das nicht ein viel besseres Instrument? Und dann nochmal die Frage, die Rechte der Waldbesitzer. Sie haben völlig recht. Ich fand das sehr spannend, vor allem, dass Sie gesagt haben, warum eigentlich langjährige Pachtverträge? Warum nicht jährlich? Und wenn man dann sieht, der Yachtpächter macht das falsch, dann guckt man halt, ob man einen besseren findet. Jäger gibt es genug, Reviere gibt es weniger. Warum wird das nicht konsequent umgesetzt? Sind eigentlich, und der Herr Bauer hat es auch, glaube ich, angesprochen, wer ist eigentlich das größere Hindernis? Ich tue mich da auch ein bisschen schwer, die Jäger oder eigentlich die Yachtverpächter, die sich nicht drum kümmern. Ich sage es auch mal ganz provokativ, heute ist für viele, die Wald haben, der nichts mehr bringt, tatsächlich die Yachteinnahme ein Bestandteil, Düsseldorf kommt jedes Jahr, der Wald bringt nichts mehr, legt man da heute dann vielleicht eher mehr Gewicht darauf, na gut, dann verpachte ich das halt teuer, dann habe ich wenigstens ein bisschen was an Einnahmen. Wird das in Zukunft nicht noch gefährlicher, die Situation? Die Gefahr besteht. Es ist schon richtig, dass man dann das auf der Hand hat. Und die Holzpreise sind ja im Moment ohnehin im Keller. Da besteht die Gefahr, aber ich denke, das andere, das Bewusstsein, wir wollen diesen Wald wieder anders aufbauen, das gibt es schon auch. Auf der anderen Seite gibt es es natürlich auch. Und es ist nicht nur so, dass man, es geht halt vor allem um das Rotwild. Wo Rotwild ist, da sind diese Pachten hoch, da wird sehr viel Geld bezahlt, wo Rehe sind. Es ist auch ein bisschen unterschiedlich, ist es im Umfeld von Ballungsräumen, gibt es natürlich ganz andere Preise als in mehr ländlichen Gebieten. In Bayern, in Ostbayern, da gibt es nur relativ günstig Jagden zu pachten. Es ist regional unterschiedlich und je nachdem, was in Anführungszeichen eben geboten wird. Ob das die Jagd doch so diese Reputation hat und mit dieser gesellschaftlichen Funktion verknüpft ist. Aber wenn man sich die Politiker anschaut, die gehen da viel restriktiver damit um, ob sie jagen oder nicht. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so, in gewissen Kreisen ist es sicher noch der Fall, zu sagen, das ist damit verknüpft. Aber es gibt schon Möglichkeiten mit Einzelabschüssen oder mit Pirschbezirken, zum Teil bei den Staatsforsten, dass man günstig jagen kann. Und es gibt immer mehr Waldbesitzer oder Jagdgenossenschaften und das muss man eben fördern, die den Vorteil sehen, wenn entsprechend gejagt wird. Haben sie ja auch einen unheimlichen monetären Vorteil, wenn man nicht schützen muss. Wir haben es vorhin ja die Bilder gesehen und angesprochen. Was kostet das, diese Einzelschutz oder Zäune, den Zaun aufzubauen und zu unterhalten und wieder wegzunehmen? Und wenn die Wildbestände hoch sind, dann haben die ganzen Schutzmaßnahmen auch keinen Sinn. Also wenn das wirklich läuft, dann kann man sich in der Weise sehr viel Geld sparen und muss dann nicht von Pächtern oder von denen, die dort jagen dürfen, auch noch dann hohe Preise nehmen. Das trägt sich dann selber und es ist sehr positiv und ich denke, das setzt sich auch immer mehr durch, aber man muss das auch fördern und durch Beratung sowohl der Waldbesitzerverbände als auch von uns als Jagdverband, die anderen sich nur eher sehr zurückhalten und auch von der Naturschutzseite und auch von den Behörden ist es ganz wichtig, auf diese und auch von der Forschung, es wurde ja dann dieses Ammergutachten zitiert, ist immer wieder wichtig, auf diese, und auch vom Politiker natürlich, ist immer wichtig, auf diese Zusammenhänge hinzuweisen und darüber aufzuklären oder auch die Zahlen auf den Tisch zu bringen, was man jetzt hat. Was kostet das und was bringt das und welche Kosten habt ihr denn, wenn ihr euch diese hohen Wildbestände leistet? Selbst wenn die Pachten hoch sind, ist es noch defizitär, dieser Ausfall, dieses Risiko, diese Zuwachsminimierung, diese Entmischung und, kann man das gut nachweisen. Und das muss man eben immer noch intensiver propagieren. Das halte ich schon für ganz wichtig und auch zielführend. Ja, vielen Dank, Frau Emmert. Wir kommen jetzt ans Ende. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ich darf noch mal in die Runde sagen, natürlich ist auch die Präsentation von Stefan Börne gestellt, wir online. Die Teilnehmerliste weiß ich jetzt nicht, die steht, glaube ich, auch irgendwo. Wir konnten natürlich jetzt nicht alle Fragen beantworten, aber ich darf mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, es war eine sehr sachliche Diskussion. Ich erlebe das manchmal ein bisschen anders. Wir müssen aber auch zu einer sachlichen Diskussion zu dem Thema kommen, weil die Probleme wirklich drängend sind. Der Waldumbau erfordert riesige Anstrengungen der Gesellschaft.
es reicht nicht nur, wenn man jetzt Geld verteilt und sagt, jetzt pflanzt mal neue Bäume. Erstmal wissen wir gar nicht, welche Bäume wir pflanzen müssen. Ich darf nochmal auf die Papier von Stefan Börning und auf die Studie verweisen. Vergebt die Suche nach dem Superbaum. Und dann drängt sich sozusagen ein Problem zum anderen. Und man kann es nicht mehr verleugnen. Überhöhte Wildbestände sind tatsächlich ein ganz reelles Problem. Und das muss man auch angehen. Wir haben zwei Problematiken in der Diskussion, die ich immer wieder feststelle. Das Reh ist nicht das Kind vom Hirsch. Also das würde ich damit sagen, wir haben eine große Unkenntnis sozusagen von dem, was da draußen in der Natur sich abspielt. Wir müssen Aufklärungsarbeit betreiben. Es ist auch nicht mehr so, wenn ich an früher denke, wie viele Leute im Wald gearbeitet haben. Heute fährt noch ein Harvester. Der Förster betreut heute 5000 Hektar und schaut alle Woche mal im Revier mit dem Auto durch. Also wir brauchen wieder intensivere Betreuung. Wir müssen wieder mehr Leute damit beschäftigen. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, und das nehme ich mal als Ergebnis des heutigen Abends auch mit. Wir müssen sozusagen den Umweltbereich mit einbeziehen und wir brauchen diese Gutachten ganz dringend. Wir brauchen diese naturfachlichen Gutachten. Was gibt eigentlich einen Lebensraum her? Wir können jetzt nicht sagen, das ist auch eine Lehre aus den Diskussionen, auf 100 Hektar ein halber Hirsch oder 1,5 Hirsche, sondern wir müssen gucken, was verträgt ein Lebensraum? Was kann da an Wild vorkommen, ohne dass es sozusagen dann irgendwann sich seinen eigenen Lebensraum in Gefahr bringt? Und das müssen wir angehen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, die an der Diskussion teilgenommen haben. Wir können jetzt leider keinen gemeinsamen, nicht noch ein Stückchen Wein trinken. Das wird irgendwann mal wieder stattfinden können. Aber die Möglichkeit, dass wir jetzt solche Meetings machen können, ist natürlich auch eine völlig neue Möglichkeit. Ich finde, das ist heute Abend ein Einstieg in die Diskussion. Wir werden das fortführen und wir werden uns auch sozusagen dann auch beim nächsten Mal noch intensiver mit den Grundsätzen der Jagd auseinandersetzen, dass heute Abend ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und vielleicht, was es auch an Lösungsmöglichkeiten gibt. Wir werden auch die Waldbesitzer und die, ich sag mal, vor allem, die müssen wir nicht, aber die klassischen Jagdverbände natürlich auch mit in die Diskussion einbeziehen, sofern sie sich daran beteiligen wollen. Weil wir müssen alle in die Diskussion einbeziehen. Und wenn ich noch eins sagen dürfte zum Schluss, freiwillig in dem Bereich, wie es jetzt Frau Klöckner in ihrem Gesetzentwurf da angeht, wird es mit Sicherheit nicht funktionieren. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen wie in vielen anderen Bereichen auch gesetzlich einen Rahmen schaffen und gesetzlich die Möglichkeiten schaffen, dass man auch dann etwas umsetzen kann, was man am Anfang gemeinschaftlich erarbeitet hat. Ich danke auch denen, die zugehört haben bis jetzt, und wir hatten in der Spitze über 100 Teilnehmer. Das ist ganz gut für so ein Thema. Ich habe gelesen, in der Liste waren viele Spezialisten dabei und ich hoffe, sie bleiben uns treu, dass wir das nächste Mal diese Punkte wieder aufgreifen können, die Diskussion fortführen. Ich wünsche allen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Und für alle natürlich dann auch jetzt schon schöne Weihnachten und guten Rutsch. Tschüss.